Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall drehen wir jetzt hier die neue Doku-Soap. Also wenn das Ding hier online geht, definitiv, dann haben wir überlebt. Ei, da wird ihnen da durch den Wald durchgeballert sein. Oh, gut. Sieht mir aber sehr getrennt abgeschnitten aus. Also Entsorgung. Entsorgung im Wald, ja. Naja, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja wie mit dem Asbest da hinten. Ja. Dreckschweine. Ich lach wieder. Ich finde hier noch ein komplettes Auto. Scheiße, Alter, ich weiß nicht, wie ich hier irgendwie rüberkomme, wa? Wieso? Ja, ich versuche was. Du musst mal weggehen, ansonsten renne ich dich gleich um. Ich ramme da um. Ah, ich hab's geschafft. Ja, nur ich würde nicht zu weit nach da. Boah, ist das scheiße rutschig. Verdammte Pisse. Ich wollte gerade sagen, ich würde aber nicht zu weit nach hier, weil hier wird überwunden. Och, du Scheiße. Oh. Huh. Ja, also zu weit nach da bin ich. Das ist mir ehrlich gesagt. Bist du das schon wieder auf? Ja, ja. Achso, ich hab vergessen. Action! Wir haben den Weg gefunden. Wir müssen hier lang. Und dann soll das wohl kommen. Oh! Alter! Oh, da hängen geblieben. Da ist wirklich was. Verdammt. Oh, weiß nicht, also, kann ich ja mal zeigen, ja? Achso, ja, da, von da oben kommen wir jetzt gerade. Warte. Und laut. Ich kann euch sagen, laut Google Maps soll da irgendwo ein Weg sein. Ja, ein befahrbarer Weg eigentlich. So. Ja. Wir haben auch Autoteile gefunden. Ja, man soll wohl irgendwie von da hinten oben hier irgendwie runterkommen. Warum auch immer. Aber guck mal, hier ist so ein Weg. Weg, schaut offen. Sollen wir mal gucken, welchen Wanderer wir hier nehmen. Roter Pfeil oder blauer Punkt auf weißem Hintergrund? Ah. Oder einfach mittendurch? Ich sah da mittendurch, da ist der Zaun offen. Also ich sah da mittendurch, weil da sieht der Eingang schöner aus. Der gebe ich dir recht. Er hat schon wieder recht, das ist wie beim letzten Mal. Da ist ein Erkerfenster, na klar. Da waren wir schon oben. Die Treppe war da von vorne. Ja. Scheiße, stimmt. Ja, hier. Das war ein Satz mit X, das war wohl nichts. Guck mal da, aber ist der unter Strom? Ich hoffe nicht. Nee. Ist da hinten irgendwas offen? Ja, das ist gleich. Wir sind greifend nah. Ja. Sieht ganz schön abgefragt aus. Achso, wem das interessiert, das war mal ein Hotel. Genau. So ein Restaurant. Restaurant irgendwie. Am See. Genau, also wenn wir jetzt hier hinten noch ein Stück weiter, dann kommt ein See. Aber ich sag mal nicht den Namen, weil ihr wollt ja immer nicht wissen, wo wir sind. Ah. Guck mal. Was darf denn da? Sieht ja auch alles so offen aus, oder? Ey, keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach den Weg hier. Tschüss. So, wir haben den Zaun überwunden. Gibt es hier irgendwie einen einfacheren Weg? Oh, du Scheiße. Heute ist eine Berglandschaft. Ja, ich habe die falschen Schuhe dafür an, Mann. Oh Mann. Okay, das war jetzt nicht unbedingt lohnenswert. So. Wir sind da erstmal hochgekraxelt. Das war mal ein Hotel. Mitten am See. Aber was ist denn hier passiert, ist, wa? Denk mal, bestimmt Brand oder sowas. Oh. Oh, der sah von der Seite nicht mehr richtig aus. Oh. Der tropft ja aus allen Ecken. So, Leute. Ich bin ja geschworener Liebhaber von Keller. Oh, hier kackst du dir in die Hosen, ne? Und das ganze Ding hier hat einen Keller. Oh, war das auch schon fertig dabei? Ah, guck mal da. Ja, Alter. Auch mal mit. Kickt euch das da mal an. Dass ihr mal beide Seiten sehen könnt. Guten Tag. Ich würde mal sagen, ich schalte mal die Kamera um. Ja, so. Gut, das hat bei der Uhr schon gesehen. Da ist immer mal ein See. Sehr cool. Wie gesagt, und das war ein verneidet Hotel. Nie hier rein. Und ich hab gleich den Keller eingegangen gefunden. Ey, Keller? Ach, hier, habt ihr gehört, ja. Ah, ich liebe Keller. Kein Keller, leicht. Keller ist der Traum. Von allem. Oh ja.
Ich habe gerade so ein Déjà-vu. Wir kommen rein und genau geradezu, wenn du mal flüchten musst, ist das Klo. Wichtig ist immer nach oben gucken. Also ich sag mal so, von der... Also von der Kopfhöhe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das ja hier angenehm. Und ich sag mal so, der Ausblick ist auch schön, mitten auf dem See. War bestimmt für die Angestellten, denke ich mal, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht mal, wie man hier auf hinkommt, außer durch den Wald latschen. Wir sind ewig durch die Welt gedrückt. Aber ich denke mal, wir werden das eher zusammenschneiden und dann daraus wieder eng machen. Das ist immer einfach. So, da ich nicht weiß, wo das Video aufgehört hat, weil mein Speicherrad voll war, fangen wir jetzt einmal wieder von vorne wieder an. Ist ja nicht schlimm. Ist ja, der macht ein Video, fängt an zu quatschen und ihr steht hier ganz weit weg, wenn ich mit dir quatscht. Achso. So, zumindest hat hier irgendwo eine Treppe, von der da gesagt. Der mit seinen Lichtschalter immer, ne? Hey, der muss immer an die Lichtschalter spielen. Jetzt habe ich nicht mal einen Wetterball abgeguckt. Tut mir leid. Oh, Schleichwerbung. Was? Schleichwerbung. Ja, man muss ja ab und zu mal andere gucken. Ah, es gibt so viele schöne YouTuber, die machen wirklich geile Videos. Das sieht schon komisch aus, aber kommt alles von oben. Aha. Oh, dann hat sich schon der Punkt. Oh, Alter, später. Das läuft ja wirklich komisch. Guck mal. Oh, krass. Schön. Mit dem Stuhl sieht schon geil aus, ne? Jo. Die Treppe sieht ja auch herrlich aus. Haha, die Uhr schon so, wie gut achtet. Das sieht ja schon wieder herrlich aus. Kriegt euch diese Bild an hier, ey, da mit dem ganzen Efeu drin. Ja, klar, die Kloschüssel wieder kaputt. Mal in der Donnerkeil ablassen, würde ich sagen. Also, berauschend ist es nicht. Nee. Aber hat zum Norden. Oh, das Balkon? Ja. Oh, schöner Balkon. Nee, also hoch hier nicht. Scheiße, das ist nicht meine Höhe. Verzeihung, aber... Also, kannst du ja mal kurz da unten so... Ja, ich hab's schon gerade gezeigt. Aber guckt euch ja mal diesen herrlichen Ausblick an. Ja, Ausblick. Diese komischen Camperwagen da unten, die wären ja ganz schick. Dann wäre der Ausblick noch geiler. Aber Gott sei Dank sind die da unten an den Dach. Zum Glück. Dann suchen wir mal einen Weg nach oben, würde ich sagen, wa? Cool. Ja, den Weg nach oben haben wir schon mal gefunden. Hier irgendwie jetzt hoch. Aber wir haben unser Glück versuchen. Ach du Scheiße. Das ist schon übel. Das ist eine Holztreppe, wo alles runterkam. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Schau ich das an, Leute. Das ist der Wahnsinn. Da wird wohl wieder angenehm müssen, weil. Das Schöne ist, ich muss als Erster gehen, weil ich bin der Schwerste. Ich bin der Reichste. Das heißt also, ich bin nochmal der mal übermütig ist und irgendwo rüber. Nimm vielleicht nicht die letzte Stufe, die sieht ein bisschen sehr morsch aus. Ja, das sehe ich von hier auch. Ui. Dann werden wir uns auch bei diesem Weg hier erwarten. Jetzt hätte ich ein Gummibärchen weniger essen sollen. Ja, Dominik isst übrigens immer Gummibärchen bei der Autofahrt. Ja, aber was? Also, die sind sogar mit Vitaminen. Vitamin B, C, D. Nee, ich glaube Vitamin E. Sind. Bei mir ist immer Vitamin F. Ich kann ja... Vitamin Fett. Ich kann nicht versorgen. Also ganz ehrlich, hier war jetzt gerade so ein bisschen Schleichwerbung, dass Dominik hier Jensen Gummibärchen frisst. Mach doch mal eine Spende fertig für den kleinen Junge. Wir will 20.000 Tüten voll nur mit Gummibärchen haben. Aber dann will ich auch bestimmt da haben. Das steht fest. Mit Vitamine. Genau. So, da jetzt gerade schon Pause war, Lachgummi-Shakies heißen die. Ich hab's ja auch mit. Ach so, Dominik jetzt. Oh, verdammt. Hier war auf jeden Fall mal irgendwie ein Klo da hinten. Kickt euch das da mal an, wie die Natur sich alles zurückholt. Alter, hier musst du aufpassen, wo du hinläufst. Ohne Scheiß. Kickt da mal an hier, der Baum, wie der durch diese Decke durchgewachsen ist. Mensch, der ist total fassi. Ist doch so. Ohne Scheiß. Ja, hier ist ja auch so.
Was die Menschheit aufbaut, holt sich die Natur immer wieder zurück. Kriegt ihr das doch mal an. Da machen die alle das Grün hier drin. Auch wenn Frühling ist. Guck dir mal den Baum an. Der kommt nie von draußen. Der ist da oben auf dem Dach gewachsen. Wie gesagt, Keller, Dachstühle ist immer geil. Da ist kein Dachstuhl mehr. Da war mal. Aber wir waren schon im Keller. Ich filme schon eine halbe Minute und dann kommt die aus dem D. Och, geh mal wieder, Balken wackelt. Alter Schwede. Was machst du denn da? Hat das Ding jetzt geknackt? What? Hat das Ding jetzt gerade geknackt? Immer knackt hat er schon. Geknackt hat er schon? Ja. Wie willst du wieder runterkommen, wenn ich jetzt hier hochkomme? Was? Wie, du kommst hier auch hoch? Ja, mal gucken. Was? Wo soll ich jetzt hin, Alter? Ja, ich will hier nur gucken. Ja, nee. Och, du Scheiße. Nee, ich, mir reicht das hier. Ich weiß ja schon so nicht mehr, wie ich da runterkommen will. Das ist schon faszinierend, wa? Ja. Oh, irgendwie rückwärts kann man liegen. So, Leute, also ich bin oben. Boah, ich wollte auch gerade hochkommen. Aber nee, das lassen wir mal. Also Dominik hat gerade die glorreiche Idee gehabt, auf dem Balken zu balancieren. Er wollte da darüber aus dem Fenster gucken. Ja. Aber wir haben festgestellt, der liegt hier nirgendwo mehr auf. Der ist hier komplett... Da, oh, shit! Das fasse ich nicht nochmal an. Ach du Scheiße. So schnell raus. Wie war es gewesen, wenn der Sturm kommt, stellt euch in zwischen den Türen, die halten am meisten aus. Ist da was mein Problem ist? Hat man gesehen. Du wirst nicht mehr wieder runterkommen sollst, wa? Ja. Ah, ich wusste. Weil der nämlich schon nicht nackt hat. Ich bleib einfach hier. Tschüss Dominik, hab dich lieb. Wir werden uns bald wiedersehen. Rettungspark 1, ich komme. Spring meine Arme. Ah, nee, ist mit der Enge. Nee, ist der überhaupt aus Holz oder ist der? Nicht, dafür ist halt, wirf, den ganzen Tag kommt runter. Ja, merk ich schon. Halt dich an meine Hand fest. Gib mir deine Hand. Gib mir deine Hand. Du musst mir vorher eine Hand geben. So, drück dich ruf hier, drück dich richtig fest. So, jawohl. Okay, danke schön. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Ich weiß nicht. Kann das irgendwie identifizieren? Das da. In Rot. Wir wissen nicht, was das sein soll. Also ich glaube, das heißt Vito. Oh, verdammt, die Scheißtreppe. Oh, leck mich am Arsch. Ich halte den mal am Rucksack. Oh, mein Herz. Alter. Guckt euch das da mal an. Da jetzt einfach mal runter. Ich hab das nicht mehr mitgeschnitten, ne? Jetzt müssen wir uns mal hier mal ein bisschen festhalten. Auf der letzten Stufe sollte man nicht unbedingt treten, auf der zweiten Stufe geht es. Ich komme. Was ist das? Da ist irgendwann runtergefallen. Ich glaube, du bist ganz schnell runter. Ich bin zu fett. Nee. Hallo? Oh! So Freunde, ihr habt das Video zu Ende geguckt. Ich hoffe, es war spannend. Hier muss ich leider in dem Zusammenhang sagen, Dominik und ich mussten dann unsere Sachen zusammenpacken und mussten dann heimlich vorsichtshalber mal kurz mal verschwinden. War aber auch ganz gut so, weil ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie gekauft hatte damals oder nicht, weil da waren vorne so eine Zäune und alles und ja, da wollten wir eigentlich raus, also wir wollten nicht da rein oder da raus, wo wir reingekommen sind, haben wir gedacht, ja, wir nehmen einen einfacheren Weg, da waren dann halt nie genau Zaun und dann halt, ja, ihr habt ja die Campers am Anfang gesehen. Ja, genau, bei den Campers waren halt hinten noch viel mehr. Ja, war natürlich ein bisschen blöd von uns, hätten wir vorher gucken sollen. Wurde nicht erwischt, alles war gut gewesen, war safe. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es so abrupt abgebrochen war. Ja, hat auf jeden Fall mega Laune gemacht. Dominik hat überlebt. Er kam ja wieder runter. Und ihr müsst nur die Spendenaktion machen mit den Lachgummi-Shakies. Hashtag Werbung.
ja. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den nächsten Videos und vergesst den Daumen oben zu lassen, mal ein Abo vielleicht und so, und Glocke aktivieren ist ganz cool. Wir sehen uns, bis dann, ciao!